Neuesten Studien zufolge sollen Reality-Stars gar nicht immer ehrlich sein. Oi. Platz 1, Matthias. Trash-Wissenschaftler gingen dieser Erkenntnis nach und haben untersucht, welche Stars glaubwürdig sind und wen man mit Vorsicht zu genießen hat. Eine sehr gemeine Frage. Wie schätzen das unsere Reality-Stars selbst ein? Oha. Wer ist laut Deutschland durchtrieben? Da möchte auch wie immer keiner auf Platz 1 stehen. Julia wird gleich mitgerankt, dann kann sie mal sehen, was die anderen so von ihr halten. Also auch ein gefährliches Pflaster, was wir eigentlich haben gerade. Ne, sie einordnen, bevor sie da ist. Also heißt es ja eigentlich, wer lügt am meisten? Ja. Mhm. Also da würde ich jetzt wirklich die Uschi sogar echt ganz hinten hinpacken. Ich denke Manni auf jeden Fall zuerst. Weil Manni bekannter er ist und bekannter. Dann ja. Und dann Uschi. 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 Uschi, wer ist Uschi? Na, egal. Dann Paul auf jeden Fall. Hätte ich auch gesagt. Devi, eindeutig. Antonia. Daniel und dann Serkan. Damit wäre das Feld der eher harmlosen komplett. Gell, Julia? Puh. Ei. Ja, ich wusste das. Ich wusste genau, dass wir vier übrig bleiben. Das war mir klar. Ich hab vorhin gesagt, du, ich, Julia, Sarah. Ich finde, man sollte das halt echt nicht ganz so ernst nehmen, weil es ist eine Umfrage von 1000 Menschen. Das ist auch nicht ganz Deutschland, sorry. Jetzt beginnt der Kampf um Platz 1. Also ich wäre dafür, dass wir Julia tatsächlich weiter vorsetzen. Weiter vor? Mhm. Also, dass sie mehr lügt. Das ist das, was, würde ich sagen, was ankommt. Ich polarisiere vielleicht. Aber lügen, nee. Ich weiß auch, dass sie richtig hart auf den Putz hauen kann und ihre Meinung frei äußert. Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, vielleicht ist sie da auch ganz weit vorne. Eva, nicht cool von dir. Sie kann auch richtig aufhetzen, Leute. Matthias, reiß mal deine Klappe auf, du bist mein Kumpel. Julia und ich, wir kennen uns über Jahre. Wir waren zusammen im Sommerhaus der Stars. Matthias ist wirklich ein Freund geworden. Und ich rede nicht von Bekannten, ich rede von einem Freund. Ja gut, wenn du das sagst. Ich würde Matthias auf die 2 setzen und Sarah auf die 3 und Julia auf die 1. Also das ist echt... Ich verstehe nicht, warum Eva sich so aus dem Fenster lehnt. Eva hat richtig darum gekämpft, dass Julia an erster Stelle stehen sollte, müsste, warum auch immer. Yo, wenn wir sie auf 1 packen und sie läuft hier rein und sieht sich als Number One in Deutschland. Ja, aber wir machen ja ein Person, Spiel und nicht, wie wir persönlich über sie denken. Ja, genau. Echt eine fiese Nummer, dass ich es hier sehen darf. Eva, hast du wirklich so ein gutes Gefühl dabei? Eva will mich auf 1. Yay, I love you, Eva. Okay, wer ist alles für Julia auf Platz 1? Einmal. Ja, nur Eva. Halleluja, Fräulein. Doch dann passiert's. Freund Matthias opfert sich und schiebt sein Foto auf die 1. Dann habe ich gedacht, okay, wenn Julia wirklich kommt und sieht, dass Eva sie auf die 1 gepackt hat, habe ich dann gedacht, na gut, komm, jetzt versuchst du mal, dass wir das hinkriegen, dass die Julia nicht auf der 1 landet. Weil ich glaube, dass sonst eine Diskussion ausbrechen könnte. Die Lügenbeutelwand, natürlich eine reine Meinungssache. So glauben unsere Stars, werden sie vom Publikum bewertet. Mit den Top 4 Eva, Sarah, Julia und als Oberlügenbeutel Matthias. Ja. Es ist nun an der Zeit, das Ergebnis Deutschlands zu erfahren und der Wahrheit ins Auge zu blicken. Platz 11 geht an einen Star. Für ihn sind Lügen nur Schrott. Applaus für den ehrlichen Manni. Bin richtig stolz. Dankeschön. Ich enttäusche euch nicht. Auch Platz 10 steht für Ehrlichkeit. Applaus für Uschi. Wenn es um was ganz Wichtiges geht, was mir einen ganz großen Vorteil hat, würde ich lügen. Auf Platz 9 Daniel von der Reeperbahn, auf der 8 Viva Daisy D, 7 Antonia, die Ex vom Frauensuchenden Bauer, die 6 Bachelor Paul und auf Platz 5 ein Euro Serkan. Ich wusste, ich werde irgendwo im Mittelfeld landen. Also egal, auf Platz 1 oder 2 oder 3 geben sich alle nicht viel. Die sind alle in ihren Formaten 80 Mal durchgefallen so. Hinter Platz 4 verbirgt sich
ein Vollprofi des Showbusiness. Wie? Haben wir so jemanden hier? Späßchen. Sie hat Köpfchen und ist scharfsinnig. Der Zuschauer glaubt, dass sie nicht davon zurückschreckt, andere zu ihren Gunsten zu täuschen. Applaus für Julia Siegel. So, Eva. Sorry for you. Ihr werdet euch so gut verstehen. Ups. Deutschland glaubt, dass dieser Star für seinen Vorteil fast jedes Mittel recht ist. Applaus für Eva. Harte Ansage, ne? Das ist schon traurig, also wirklich auch ärgerlich einfach. Mhm. Bleiben nur noch zwei Reality-Stars übrig. Matthias oder Sarah. Wer gilt als größte Mogelpackung? Auf Platz 1 und damit der unglaubwürdigste Star in der Sala ist Matthias. Ja! Ich wusste! Herzlichen Glückwunsch! Du bist der Unehrlichste! Mich interessiert halt echt nicht, was irgend Hans Wurst oder irgendeine Fricka Zappa Uschi im Internet über mich schreibt. Das ist mir egal. Scheiß drauf. Hätte ich jetzt an erster Stelle gestanden, hätte es mich ganz schön getroffen, weil ich mir sehr viel Mühe gebe, immer die Wahrheit zu sagen. Das war doch mal wieder super lehrreich. Und Matthias auf Platz 1. Verrückte Welt, wer hätte das jemals ahnen können? So, Julia, kannst rauskommen. Freunde der guten Fernsehunterhaltung. Da bringen wir mal ein kleines bisschen Halleluja in die Sala. Ich weiß nicht, ob ich die Bombe irgendwie groß platzen lasse oder vielleicht nur wirklich meinem Freund Matthias oder Sarah erzähle. Ich gehe komplett planlos da rein. Das Einzige, was ich probiere, ist nicht sofort zu sagen, hey, ich habe das alles gesehen. Let's go, girl. Dum, dum, da, 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 dum, dum. Erstmal ankommen, Gläschen trinken, entspannen, Zigarettchen rauchen und einfach mal gucken. Let's go, girls. Genau, ganz relaxed. Unser Überraschungsei auf den Stufen zum Erfolg. Bin super nervös, ganz untypisch für mich. Tröste dich, den anderen ist auch schon etwas mulmig in der Magengegend. Und ich probiere mich jetzt gleich, wenn ich reingehe, da wirklich zu beherrschen, erstmal nichts zu sagen. Oh, ich bin ganz schlecht im Lügen. Wie schön, dass es heutzutage noch so ehrliche Menschen gibt. Und jetzt rein ins Vergnügen. Hey, mein Schatz. Julia, wow, geil. Ich konnte mir nicht mehr halten. Das ist mir alles egal. Ich musste den Arm nehmen. Julia Siegel will ich haben. Meine Kleine. Ein Knuddeln, Knuddeln. Meine Frau sagt, wenn ich sie irgendwann sehe, knuddeln wir auch für mich. Und nicht weinen. Ich bin Antonia. Hi. Hey, Antonia. Hallo. Hey, wo kommt sie denn her? Hä? Ich habe bei Julia gemischte Gefühle. Weil ich natürlich auch nicht weiß, wie sie auf mich reagiert. Hallo! Jetzt habe ich wieder Herzrasen. Schön, dass du da bist. Oh Gott. Oh mein Gott, meine Muschi! Oh Gott sei Dank. Ich freue mich, ich kann das gar nicht beschreiben, weil es wirklich. Jetzt fange ich ja gleich an. Nein, das, weil Sarah, Julia und ich, wir kennen uns ja wirklich über einen sehr langen Zeitraum, beruflich, Julia und ich auch privat. Freust du dich? Willst du das sehen? Seit 4 Jahren träume ich davon, hier reinzukommen. Ja, cool. Ich habe die erste Folge gesagt, hey, boah, hier will ich rein. Mhm. Und jetzt bin ich da. Jetzt ist Julia da. Julia Siegel ist in the Sala. So, jetzt geht's ab. So, ihr Lieben, ist gar nichts Schlimmes. Ich muss euch nur sagen, dass ich schon früher hier war. Ich hatte das Glück oder Pech, euch über mehrere Stunden auf der Kamera zu beobachten und zu sehen, was in der Sala passiert. Surprise! Oh, 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 bleib mal ruhig, halt mal die Schnauze, Uschi. Ich habe keinen Bock irgendwie, dass mich Leute anschleimen, mir irgendwas erklären, was auch immer. Ich sag's deswegen dir, Eva, weil du gesagt hast, Julia muss auf die 1. Eva, das war uncool, muss ich echt sagen. Es war schon eine blöde Situation,
dass ich natürlich mal wieder in so ein Fettnäpfchen getreten bin. Meine Erklärung war eigentlich hauptsächlich, dass wir da ein Bild bekommen haben und wir deswegen, wegen dieser Abstimmung, warum hätten wir da ein Bild bekommen, wenn das nicht auf Platz 1 gewesen wäre? Du hast gesagt, Julia würde nicht reinkommen, genau, wenn sie nicht dafür da wäre. Ja. Aber ich komme noch nicht in eine Sendung rein, weil ich für Lügen da bin. Jetzt fliegen die Fetzen irgendwann, jetzt geht es los. Du hast es dreimal wiederholt, dieses Julia auf 1. Immer wieder, immer wieder. Ja, weil ich mir sicher war, dass das Game war. Ich meine es nicht böse und ich weiß nicht, wie du in der Öffentlichkeit wirklich rüberkommst, weil ich das halt nicht jeden Tag oder so verfolge halt. Ich habe leider wirklich keine Sendung von dir gesehen. Oh, es war unangenehm. Es war unangenehm, aber irgendwie war es auch gut. Dann schau die Sendung mit mir an. Nein, es tut mir leid, ich habe keine Sendung. Okay, ich habe das Sommerhaus zum Beispiel damals. Dann noch mal schlimmer. Das war überhaupt gar nicht mit irgendeinem bösen Gedanken von mir, weil ich Julia dementsprechend auch gar nicht bewerten wollte. Sie beurteilen quasi einen Menschen, der gar nicht da ist, der gar nicht antworten kann, deswegen setzt man den auf die 1. Wow. Ich habe die Argumentationskette von Eva nicht nachvollziehen können. Also es geht hier nicht darum, irgendeinen Menschen hier drin zu verletzen. Ich hätte mich auch nicht persönlich angegriffen gefühlt, weil ich weiß, dass die Leute in der Öffentlichkeit nicht unbedingt toll über mich sprechen, obwohl sie mich überhaupt gar nicht persönlich kennen. Und du bist auch jetzt nicht das Mauerblümchen, das in der Ecke sitzt. Ne? Sind wir mal ehrlich, du bist ja auch eine Frau, eine Powerfrau. Aber willst du denn wissen? Du hast doch nichts gesehen mit mir. Das eine oder andere, das habe ich auch nicht. Ich habe das Sommerhaus nicht gesehen, okay. Tut mir leid. Alles okay, ich verstehe es trotzdem nicht. Egal, wie ich sie erklärt hätte, sie hatte so eine strikte Meinung zu und konnte es halt nicht verstehen, wie ich das gemeint habe und wollte es wahrscheinlich auch gar nicht verstehen. Du bist einfach so, wie du bist, so immer einen frechen Spruch oder eine spitze Zunge und so. Und das vielleicht sehen die Zuschauer so weit vorne. Ich glaube, das ist einfach nur der Gedankengang. Wenn ich auf Platz 11 oder 10 bin, sage ich, okay, das ist immer noch alles, was du hier siehst, das ist alles wunderbar, neutral, nicht polarisierend. Das hier ist Reality hier. Das ist Reality. Aber du bist ja Reality. Das ist Vollgas. Aber du bist auch Reality. Ja, so. Sorry. Ja, ich glaube, es ist schon krass, wenn du da hinten sitzt und alles mitkriegst, was Leute über dich sagen. Und die wissen halt nicht, dass du es siehst oder hörst. Das ist, glaube ich, schon eine Achterbahn der Gefühle. Okay, dann trinken wir darauf. Jetzt habe ich es euch gesagt. Ich habe alles gesehen und es war echt fucking anstrengend und Herzklopfen und Achterbahn. Oh. Aber das haben wir uns alle selber ausgesucht. Lass uns gehen. Yes.